nein. Ich weiß nicht, ich bin gerade wieder so am Träumen. Ich will auch heiraten. Träumen. Ja. Naja, okay. Das sieht jetzt zwar ein bisschen komisch aus da, aber ja, so sieht's jetzt aus. Dann werde ich hier noch ein bisschen radieren. So. So. Und hier. Und so. Da mache ich jetzt noch grün hin. Ich frage mich, warum da so ein blau-grauer Fleck ist. Den mache ich jetzt jedenfalls weg. Keine Sorge. So. Ja. Pinsel ist aber wieder komisch eingestellt hier. Was soll denn das? Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Ah, ich mach mal eine neue Ebene. Klappt's dann besser? Ja. Ja, war ja klar. Ah, nee. Noch eine neue Ebene? Ja, das ist besser. So, auf der anderen Ebene malen. So. Und wieder was Dunkles hinmachen. Ja. So. Ja. Das nach unten vereinen alles. Und dann male ich hier mal noch weiter. Nana. 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 Nanu. Nana. Das wollte ich jetzt nicht. Das kann ich auch nach unten vereinen. So, dann kann die weg und ja. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Ja, ich wollte den Felsen hier hübscher machen. Der sieht komisch aus. So. Und dann radiere ich hier noch ein bisschen. Alles klar. So. Ja. Okay. Dann haben wir das. Dann fehlen hier noch die Äste. Ich habe erstmal Bock, was anderes zu machen. Und zwar das Mädel. Da wollte ich noch ein bisschen so Schatten und Lichtreflexe reinbringen. Da muss ich das Mädchen jetzt aber alles vereinen. Das heißt, ich kann dann keine nachträglichen
Farbveränderung vornehmen. Ich denke mal, das ist alles so in Ordnung, ne? Machen wir das jetzt mal, dass wir das alles auf eine Ebene vereinen. Obwohl, die Blätter und Ranken, die sind hier ganz oben extra. Jo, meine Aufnahme hat wieder gerade abgebrochen. Ich habe hier gerade überlegt, weil ich hier die Ranken und die Blätter hier auf einer Ebene habe. Ich glaube, das vereine ich mal nach oben zusammen auf eine Ebene und kopiere das alles. Mache eine neue Ebene. Ups, jetzt nee, das war nichts. Wartet. So. Und das auch noch dazu. Nee, halt. Da fehlt was. Machen wir das nochmal weg. Und so. Genau, Steuerung C, Steuerung V. Jetzt haben wir das doppelt. Und ja, jetzt vereine ich das mal alles auf eine Ebene. Nanu? Ach Mann, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach. Ja. Alles klar? Ja. Das ist etwas kompliziert. So. Hä? Ah. Ja. Genau, hier ist die Kopie. Ja, wenn man das nämlich jetzt alles vereint, das ist ja hier auch in Clipping Groups unterteilt, verhält sich das alles ein bisschen anders mit dem Verein. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal in Ruhe und mach dann weiter, wenn ich damit fertig bin, ne? Okay, dann bis später, ne? Ja, hallo. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt alle Ebenen von den Mädchen auf eine vereint. So, seht ihr? Und was ich jetzt mache, ja, Schatten, Lichtreflexe wie beim Hintergrund, zeige ich euch. Zwar wählen wir das ganze Mädchen aus. So, Steuerung C, Steuerung V. So, jetzt haben wir hier zwei Mädels. Und ja, ich glaube, ich mache nochmal Steuerung V. So, jetzt haben wir drei Mädels. Ein originales und ja, zwei Kopien. Das originale blenden wir aus. Das eine hier, wo ich jetzt drauf bin, das mache ich heller. Brightness. Ja, ruppen wir mal hoch. So. Jawohl. So. Und hier, das blenden wir jetzt aus, das helle. Jetzt machen wir das andere dunkel. Kabum. Wusch. So, jetzt blenden wir das helle ein. Und jetzt machen wir es wie bei dem Hintergrund, wir radieren jetzt da, wo Schatten sein soll. So. Klappt das auch? Nee, ich radiere gerade falsch. Sorry. So. Ja. Genau. Mal ein bisschen stärker. Okay, jetzt radieren wir das, wo Schatten sein soll. Obwohl, wenn wir das ausblenden und das die Grundebene einblenden, dann geht's vielleicht. Oder wir machen das anders. Wartet. Ja, man kann es auf verschiedene Art machen. Entweder radiere ich auf der dunklen Ebene, um Licht zu machen.
Das teste ich jetzt gerade mal. Ja, das ist besser. Nee, die kommt weg, die helle Ebene. Das war zu hell. Und ja, genau. Ich stand ein bisschen auf der Leitung. Ja, und jetzt radieren wir hier alles, was hell gemacht werden muss. Machen wir mal ein bisschen größer den Radierer. So, das Gesicht auf jeden Fall. Das wollen wir noch sehen. Das ist das Wichtigste. Schöne Augen. Wow, toll. Ja, das sieht sehr dramatisch aus. Das Mädel, das passt gar nicht jetzt in den Hintergrund. Der müsste auch mehr Kontrast oder noch dunkler sein. Das machen wir gleich. Soll ja jetzt nur hier... abwärts können wir die ja schon mal radieren. So. Die Hand noch. Ja, und dann kommen hier noch so vom Busch noch so die Lichtreflexe. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne? Man muss bei mir ein bisschen nachdenken, was ich will, um das zu verstehen. So, ja, das wird wegradiert. So, hier steht sie in der Sonne. Wir radieren nur auf dem Mädchen, ne? Nicht auf dem Hintergrund. So. Die Hand ist noch im Halbschatten. So, hier noch so ein paar Lichtpunkte ab und zu. So. So, beim Haar auch ein bisschen gucken, dass es nicht zu dunkel wird. Also das sind jetzt hier von den Bäumen und so Lichtreflexe auf dem Kleid. Auch immer schön so die Körperpartien beachten. So ein bisschen, dass der Schatten dann auch mitgeht mit dem Körper, dass der nicht einfach nur so draufgeklatscht ist, sondern dass es auch eben von der Form her passt. Versteht ihr? Ja, ihr versteht das bestimmt, wie ich das meine. So. Dann wird hier radiert. So. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Das mache ich mal noch weg hier. Bäh. So. Und hier noch radieren. So. So. Hier die Haare sind mal wieder in der Sonne, hier auch. Hier sind sie mal ganz, fast ganz im Schatten. Hier ist noch ein bisschen Sonne, so. Die Ranken nicht vergessen. So, da und da. Ja,